Hallo. Eigentlich kommt jetzt das After Dark Intro. Ich hoffe, in der Regie kann man noch schnell tick, 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 umstellen. Denn ich habe mich entschlossen, in dieser kurzen, spontanen Phase, die wir hier bekommen haben, 1,5 Stunden freie Zeit, bin ich dabei und bereit, um mit euch Pathologic 2 anzuspielen. Ein düsteres Spiel mit weirdem Shit, der da passiert. Und ich werde ihn auflösen, den weirden Shit. Ich werde ihn entwirren, entweirden. Jetzt hier bei After Dark am Nachmittag. Nee? Okay. Scheinbar haben wir kein Intro. Gut, dann gehen wir einfach hier in Pathologic 2 auf meinem Rechner. Doch, schon jetzt. Zu sehen, was hier. Okay, da sind wir doch wieder. Jetzt wisst ihr Bescheid, es ist After Dark, es ist ein bisschen düster Zeit. Es ist Zeit, sich zu ängstigen und die Unterhosen voll zu machen. Ja, liebe Leute, wir wissen, dass in 20 Minuten Warzone droppt. Das Battle Royale Add-on für Modern Warfare, auf das ich mich auch sehr freue. Und ich werde auch direkt zu Hause den Download starten. Aber das dauert ewig, bis wir das kriegen. Wir hatten das eigentlich für heute Abend geplant, können aber nicht garantieren, dass das dann auch läuft, ne? Und deswegen haben wir es auf morgen Abend verschoben. Morgen Abend gibt's dann Warzone. Und dann sind der Wirt und ich, die beiden sind auf jeden Fall dabei, haben wir dann auch schon mal ein bisschen geübt und wissen, was da zu machen ist. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch drauf. Tut uns leid, dass wir es heute nicht machen können. Liegt, wie gesagt, eher daran, dass wir uns nicht sicher sind, dass wir es wirklich rechtzeitig runterladen können, dass es funktioniert und wir halt auch alle da sind. So, und nein, Battle Royale ist nicht out. Battle Royale will live forever! Forever! Ich liebe nämlich Battle Royale und ich freue mich sehr bei Modern Warfare. Und meiner Ansicht nach, auch Halo, jedes Scheißspiel soll einen Battle Royale-Modus haben. Ende jetzt hier mit der ständigen Diskussion. So, und jetzt aber bringen wir uns alle runter und stellen uns vor, wir hätten ein Spiel gespielt, das wir uns irgendwann mal gekauft haben. Dann haben wir aber vergessen, was es eigentlich genau für ein Genre ist. Dann starten wir es und sehen drei verschiedene Schwierigkeitsgrade. Alle sagen uns, es wird hart und schwer und du wirst oft sterben. Also habe ich den leichtesten genommen. Es möge mir verziehen sein. Okay, wir sind hoffentlich jetzt im Spiel. Regie, hört ihr was vom Spiel? Seht ihr was? Ich sehe, ah, da, okay, sehr dunkel. Okay, das wollen wir nicht. Kurz mal gucken, bevor wir irgendwas starten. Das ist direkt das erste Bild. Die Gamma, ich drehe ihn mal hoch. Ich werde ihn später auch wieder runterdrehen können. Aber so, jetzt seht ihr was, oder Regie? Das sind die titelgebenden Masken. Und ich bin wirklich, ich habe das Spiel nicht angefasst. Ich habe es direkt jetzt gestartet, ich habe nichts gesehen von. Aha. Bevor wir reden, will ich kurz noch die Settings einstellen, dass man auch Subtitles hat. Leider kann man ja nicht auf, ne, auf Englisch oder so. Also es ist auf Englisch, manchmal kann ich auf Deutsch stellen. Nein, hier vielleicht. Nee, das ist komisch, ne? Man kann nämlich nur auf Englisch. Doch? Hä? Also Englisch und Russisch. Na, das ist meine Auswahl. Na, vielen Dank. Okay, gut. To climb out of the pot, you'll have to burn your hands. Okay, offensichtlich habe ich es doch schon mal ausprobiert. Nein, das kann nicht sein. Oder es fängt so an. You won't be there, you do nothing to improve yourself. Like I'm the problem here. We gave it all we had. The bird will give you a final payment. Jetzt bin ich schon raus? Ich finde, das war ziemlich cool, meine Aufführung. Ah, das passt doch alles perfekt. Zu Corona. Ah, und hier sehen wir jetzt die beiden, die drei Charaktere, mit denen ich reden kann. Denen ist sehr kalt gewesen. Das ist doch nix. Obenrum ist warm, unten frierst du an den Füßen. Zudecken müssen die noch lernen. God, what an idiot I was.
People don't like people much. But hating others, that's a challenge to them too. Da ist immer eine sehr interessante Diskrepanz zwischen dem, was die Leute sagen, das ist eine Waage wohl, und den Texten, die man dazu liest. Sehr, sehr interessant. Gerne könnt ihr mal im Chat Meinungen dazu äußern oder Tipps oder Erklärungen. Ich bin, wie gesagt, komplett unbedarft. Ah, das ist das hundertprozentige Corona-Outfit. Wenn ihr so irgendwo reinkommt, werdet ihr überall rangelassen. Das ist noch nicht mal sein richtiger Kopf, ne? Das, aber der hat den auf dem... Das ist ein Hut! Want to receive your payment? Well, everyone will get paid what they do in the cathedral. That's where the final choice will be made. By the authorities. Wie wir gesehen haben, hat sich jetzt schon ein bisschen was verändert. Hier ist dieses Icon hinzugekommen. Wo gehört das hin? Das Licht ist angegangen. Wo kommen diese Schatten her? Das ist ja interessant. Die sind doch gar nicht physisch da. Seht ihr? Sehr interessant. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es ist spooky. Weil das ist mein Inventory. Ja, ziemlich übliche Inventory-Items. Das ist die Stadt, die Karte, wie auch immer. Okay, und dann kann ich mir die Gedanken dazu noch angucken. Hier sind auch meine Gedanken nochmal. Aber so viel habe ich noch nicht. Na gut, dann gehen wir mal raus. Das sieht aus, als wäre das Dorf von einer Plage geplagt. Überall. Kann ich das mitnehmen? Oh ja, kann ich. Also derjenige, der die Seuche nicht bekommen hat, wurde erschossen. Das ist aber wirklich was für den Gegenteiltag. Oh, könnt ihr alle mal bitte ganz kurz innehalten und diese Musik feiern? Da wäre jetzt eigentlich Drums gekommen. So. Ah, dieser Ascheregen, der ist toll. Könnte daran liegen, dass Leichen im Krematorium verbrannt werden und dann über die ganze Stadt verteilt werden. Aber warum? Warum? Mann mit der Gasmaske. Move along, Doctor. Nothing to see here. Work as usual.
You know better than anyone, there's no salvation from the sand pests. People go mad with pain. They're not responsible for their actions. We put them out of their misery and protect the healthy. Legal orders. We have our instructions compiled by your own doctors. Mode of infection unknown. It's transmitted through air, saliva, touch, and God knows what else. We've lost half our men already. Ja, das ist ganz geil. Ah, okay, es sind Looter. Ja, jemand im Chat sagt es schon, das sind eindeutig Seuchen-Nazis, die die Seuche als Grund nehmen, um, weiß ich nicht, die Gesellschaft zu unterjochen. Hallo, wo ist denn ein kleines Blümchen, was ich pflücken und dir in deinen Lauf stecken kann? Das ist echt hart. Ich kann nichts machen. Ich nehme an, die werden jetzt einfach erschossen. Weil ich gerade die Frage lese, ja, natürlich spiele ich Resident Evil 3 mit Fabian und Gregor, so wie es Brauch ist zwischen uns dreien. Keiner spielt Resident Evil ohne die anderen. Mendemchen. Merich Mendech. Medegeg Surla. The seven children who entrusted their lives to you are dead. You are the only one left. Do you want to save yourself at least? No. No, you don't know the whole situation. Not all is lost. The outbreak can still be curbed. Da bin ich doch positiv. Das versuche ich mal. She's a friend and he's a foe because he brought in cannons. Don't talk to her first. Talk to him. Ah, okay, jetzt ist die Frage, wem ich dann am Ende da vertraue. Okay, ich guck mal, ob ich dann vielleicht lieber mit ihm spiele. Rede. Das ist alles richtig gnadenlos hier. Der wird wirklich nicht lang gefuscht. Was ist das denn für ein Tier? Ist das ein Pferd? Das kann doch eigentlich kein Pferd sein. So große Knochen hat doch kein Pferd. Hier ist aber auch wirklich nichts Normales, ne? Alles muss creepy sein. Oh, was für eine unangenehme Soundkulisse. Was ist das? Okay, irgendwas, wo ich vielleicht besser nicht reingehe. Nee, keiner will mit mir reden, scheinbar. Das ist ja auch interessant. Guck dir mal diesen riesigen Turm an. Können Knochen überhaupt brennen? Oh, die Mäuschen. Ich glaube, ich muss fast
fast mal was hier. Moment, wo ist mein Inventory? Da kann ich für meine Energie tun. Ich probiere es mal. So, und den kann ich jetzt benutzen. Aber so richtig sind diese Striemen jetzt nicht weggegangen. Ja, und sie? Ihr kann man das Leben überhaupt nicht streitig machen. Ihr kann man den Spaß nicht verbieten. Da, mit ihrer Haut, Leder, Weste springt sie wie eine Wahnsinnige. Könnte ich nicht hier eventuell jetzt mit dem, mit der, ich probier's mal, mit der Kreide irgendwas machen sozusagen? Nee, schade. Er hat hier diese Hasen- oder Hundemaske auf. Was soll denn das sein? Sag mal, ist das dein Kopf? Wenn die Glatze bis über die Ohren geht, der tut mir leid. Also die müssen alle ganz furchtbare Krankheiten hier durchmachen. Das sieht auch interessant aus, als würde dieses Haus sich irgendwann wie der Turm in City 17 erheben und durch den Raum laufen. Ich gehe da gleich noch hin, aber ich will erstmal so ein bisschen sondieren, was so im Hintergrund des Gebäudes alles so stattfindet. Ah! Seht ihr? Akische. Nix drin. Na gut. Wollte gerade was reinlegen für irgendwen, dass er sich vielleicht freut, wenn er was findet. Liegt hier ein Opfer? Könnte sein. Alter, was ist denn das? Das wird ja immer überwältigender. Das ist ja riesig und leuchtet. Scheiß auf das Haus mit den Beinen. Das hier ist interessant, Alter. Da kann ich wahrscheinlich nicht hin, oder? Oh, schade. Das sieht doch mal aus wie eine Struktur, die man sich gerne anguckt. Nee, war klar. Shit. Alter, wie viele von diesen Springmäusen? Ist ja eine Invasion. Sind es noch Springmäuse? Ja, das ist ein Blatt. Da ist die Tür. Oh, durch die Musik, das wird schon mega spannend, obwohl eigentlich nichts passiert.
Diese verwirrende Symbolik überall. Alles sieht anders aus, als man es gewohnt ist. So, und das ist jetzt wahrscheinlich der große Moment, wo sich viel schon entscheidet. Ich kann mit ihr reden, ich kann mit ihm reden. Oh, wollen wir schnell ein Vote machen? Ganz schnell ein Vote. Komm, liebe Regie. Mann oder Frau? Das ist der ultimative Vote. Mit wem sollen wir reden? Ich nehme an, das wird relevant für den Fortlauf dieser Geschichte. Uns wurde bereits gesagt, aus unterschiedlichen Quellen, dass wir besser mit ihm reden sollen. Aber ich habe auch schon was für sie gehört. Dass ich glaube, sie ist meine Hauptaufgabe im Moment. Kann ich meine Objectives anzeigen? So, decision will be made in the cathedral. Und ich bin mir nicht sicher, ob eventuell der, den ich entscheide, den ich anquatsche, ob das schon darüber entscheidet, welche Entscheidung getroffen wird. Also ob zum Beispiel ein Contagion-Plan in Kraft tritt oder ob man alle umbringen muss oder was halt passiert. Ne? So, kurze Frage an die Regie. Haben wir den Vote? Dann würde ich ihn jetzt schnell auflösen, weil zu viel Zeit will ich hier auch nicht verbringen. Ansonsten gucke ich in den Chat und mache das nach Gefühl. Ja, überraschend viele von euch wählen die Frau. Das überrascht mich überhaupt nicht. Imagine a sphere. See it in your mind's eye. Now lay it out flat. Why is that so easy when topology is so hard? Why have you come? To know decide the town's fate. Oder bin ich der Inquisitor oder ist sie das? To confirm to you that we have the means to fight the plague. Ich glaube, wir schaffen das. The plague, not the outbreak. Who cares? A backwoods man, a self-taught doctor practicing barbaric traditional medicine. Oh, but I know who you are. You're the person I was very wrong to put my hopes on. The person who let me down. Also, ich bin hier schon länger und ich habe hier schon Dinge versprochen und nicht eingehalten. Ich versuche, sie weiterhin zu halten. Hey! Aglaya! Aglaya! Du blöde, arrogante Plunze! Ich will die Ausrastfunktion will ich aktivieren. Nicht die Einrast, dann rede ich halt mit ihm. Where did half the regiment go? God knows, our couriers vanished into the fog of war. I want to influence your decision somehow. Ich habe natürlich keinen Beleg dafür. It's not exactly scientific, or people have a different approach. State your name and occupation. Oh, jetzt kommt's. Jetzt erfahre ich ein bisschen mehr über mich. Artemy Burak, Surgeon. Burak, 3 doctors operated in this town. I'm one of them. Can you call off the bombardment? You have one chance. Okay, also sie wollen die Stadt bombardieren und ich versuche sie abzuhalten davon. Ja, ich gehe mal auf sein Ego. Ich grapsch ihn mal mit seinem Status als Kriegsheld. No, Burak. If you told me you had 3 tank cars of that Pankia and an army of doctors from the capital ready to administer it, that would have convinced me. As it stands, there's no going back. It's too great a risk. Mann, 12 Tage. Wieso? Ich hab nicht mal 12 Minuten gehabt. Die wollen halt einfach nicht hören, ne? Ihr wollt einfach nicht hören. Ihr Arschkrampen. Und überall hier die Plagegeier, Pleitegeier. Was, jetzt auch nicht raus? Ah, da ist wieder mein Theaterregisseur. All of today is just dress rehearsal. Natürlich will ich noch mal. Not a second, the first one. Okay, jetzt fangen wir, glaube ich, einfach nochmal von vorne an. Das ist schon mal ein sehr interessantes Intro gewesen. Es zeigt einem zumindest, wie das Spiel funktioniert, nämlich, dass es einem nicht viel sagt. Man muss alles retroaktiv sich erst
erlesen, wie zum Beispiel unsere Profession als Surgeon. Und jetzt aber starten wir alles nochmal ganz von vorne. Das ist doch ein Sarg, oder? Ah! Entschuldigung, ich habe sie, ich wusste nicht, dass das ihre Wohnung ist. Nur mal so aus Interesse gezeigt, wie viel Miete zahlen sie dafür? Er will nicht reden. Ach, es ist gleichzeitig auch eine Bank. Das ist ja multipraktisch. What? Me? You were the one in the coffin. I was hiding. Er hat sich vor dem Tod dort versteckt, in einem Sarg. Smart. Oder sehr dumm. It's a bit too early for me to show my face. A bit too early. Then get back inside your hiding place. Okay, ein weiterer Gedanke. Wir sind in Australien. Hat sich zumindest so angehört. Da. Da sind ganz viele. Sind die alle damit gereist? Alter. Alter, da ist aber Überbelegung. Da ist die Luft endlich angekommen. Plötzlich riesiger Stier. Hallo. Hallo, Stier. Darf ich in dein... herrliches Reich. Okay, Alter, das ist eine Klöte. Mein Gott, da kannst du Krieg mitführen. Eieiei. Da werde ich ja fast neidisch. Ah, ich glaube, Moment, ich frage ihn gleich, aber ich glaube, dass die so eine Art... so wie der Tod sind. Also die begleiten die Sterbenden oder so. Kind volunteers who advise you to return to the train car. It will soon leave. Der Bulle ist also Boss Turok. A creature of step legends from which the world was created. What was he trying to achieve here? Stupid. Life can never prevent death. Creature of step legends from which the world was created. What was he trying to achieve here? Könnt ihr jetzt sagen, der Stier versucht uns irgendwie zu retten. Aber ich glaube, da liege ich falsch mit. As you can see, the blood no longer flows in his artery. There's a clot. You're a doctor, aren't you? Do you have medicine with you? Das ist ja aber auch interessant. Also, diese Dudes. Aus irgendeinem Grund lassen die diesen Stier einfach hier stehen und der Zug ist derailed. Und wir müssen eigentlich ganz woanders hin. Hätte eigentlich noch fragen können, wo diese schwarzen Flakes alle herkommen. Aber ich nehme an, das kommt von den Krematorien, die hier überall sind. Ne? Was? Wieso? Hallo? Ich bin gerade gestorben? Keine Ahnung. Ich versuche rauszukriegen, was er eigentlich macht. Be honest, your fate will change. That's how it goes. I'm worried about my father. He summoned me with a letter, a troublesome one. Something bad has happened. Jetzt kann ich entscheiden, was meine Background Story ist. I'm a surgeon, I could become a good doctor, but I can't find myself. I'm afraid I'll waste my whole life in this state. No, I think I'll decline. You look untrustworthy.
Damit würde ich ihn ja schon beleidigen, das will ich nicht. No chance, I could be gambling with the devil. Ja, könnte es tatsächlich sein, er will nicht. So. Ich dachte, jetzt kommt der Crash wieder. Das ist sehr, sehr interessant. Ich nehme an, der Zug wurde jetzt irgendwie repariert, oder? Das war komisch, weil der war ja komplett zerstört. Aber ich habe mich, ich frage hier nicht mehr nach. Und jetzt bin ich also in der Stadt wohl angekommen. Okay. Weird. Ich will euch ja nicht stören. Macht ihr mal weiter. Es wirkt, als wäre ich der einzige Schauspieler in einem Theaterstück, der nicht weiß, was seine Rolle ist, während alle anderen einfach nur ihren Stiefel da abspielen. Seife. Oh, da werdet ihr neidisch, ne? Und noch ein bisschen das gute Desinfekti. Okay, Seife, ich bin vorbereitet für alles. Das ist ganz cool, dass man die so einzeln aufmachen muss. Es gibt dem Ganzen noch so eine kleine Spannungskomponente. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern ich überhaupt so einen Kram mitnehmen muss. Okay. Weil vielleicht sterbe ich auch bald wieder. Oh Mann, die tut mir leid. Ach Gott. I hear heavy steps in the dark. I can't see you. Are you deaf? Nee, du hast nur Fieber. I'm a doctor. Ja, Wasser. Das kann ich dir sogar geben. Leer. Scheiße. Alles leer. Mit Seife kann er sicherlich nichts anfangen. Oh, jetzt habe ich hier auch weitere Gedanken. Ah, also immer wenn ich was lerne, in dem Fall bin ich gestorben, dann kommt hier eine weitere Denkbubble. Life is in the water. Water in a barrel outside. Take a bottle from the cupboard, it's all crumbles. Also es ist nicht mein Raum, das merke ich auch, aber hier irgendwo ist ein Fass und da ist Wasser. Und das will ich haben. Da. Na, okay, das ist es schon mal nicht. Da! Okay, weiter. Jetzt sind die Türen offen, eben waren die doch noch zu. Ich würde gerne wissen, inwiefern sich das verändert sich ja immer alles, nach welchem Kontext. Gibt es da eine Regel? Ist es einfach gescriptet? Oh, das gute geräucherte Fleisch. Schön alles wegräubern, das braucht ihr eh nicht mehr. Entweder seid ihr alles darbende Künstler, dann gehört das zu eurem Metier. Oder das hier ist eine echte, reale Situation. Und dann werden diese beiden sich nicht beschweren, dass ich ihr Wasser geklaut habe. Hä? War das nicht eben noch? Nein, das war hier. Ich weiß schon, was passiert. Dann immer dieses Ertappte. Stellt euch mal... Oh Gott, das erinnert mich gerade an... die Schlafparalyse, die manche Leute haben, das ist super interessant, könnt ihr gerne mal googeln. Also super interessant, wenn man es nicht hat. Wenn man es hat, ist es furchtbar. Und zwar Schlafparalyse führt häufig dazu. Wir brauchen dich nicht, ich hab doch Wasser. Bad dream, why did you wake me up? Yeah, dream, I hope it doesn't come true. You want to meet your dad. Moment! Ich hab doch eigentlich gesagt, dass ich ein Doktor bin, oder? Die lassen mich einfach nicht meine Geschichte erzählen. Good for you. Now leave me alone. Why have you stopped? Are we there already? Wir haben doch noch gar nicht gestoppt.
Was ich sagen wollte, diese Schlafparalyse, die Leute, die die haben, die wachen häufig nachts auf. Ey, hier passiert ständig so viel abgefahrener Kram, dass ich gar nicht dazu komme, die Geschichte. Die wachen dann nachts auf, können sich nicht bewegen. Und ein Symptom dieser Schlafparalyse ist, dass man, ich sag jetzt mal, schemenhaft immer dieselben schwarzen Silhouetten von Menschen sieht. Also man hat das Gefühl, Menschen stehen mit einem im Raum. Viele denken dann an Dämonen oder werden halt wirklich verrückt, weil du kannst dich, stellt's euch mal vor, du kannst dich nicht bewegen. Und um dich herum stehen irgendwelche Figuren, die dich stundenlang angucken. Da bist du doch wahnsinnig. Absolute Horrorvorstellung. Aber gleichzeitig Leute, die sowas können, die können häufig auch luzid träumen. Und das wiederum super interessant, auch wenn man das kann. Und, was genau wie der mich schon anguckt? Der guckt in meine Seele, Alter. Die haben alle die crazy eyes. You have forgotten your people. No, I haven't. I'm not one of you. I wasn't raised on the steppe. Oder ich sag einfach irgendwas in einer fremden Sprache. Good heart. Ich fühle mich eigentlich ganz gut. Who is the judge? We hear Earth with our hearts. The heart has a pulse. So does Earth. If they sing in harmony, you hear the language of Earth and herbs, the language of warmth and cold. Look, Tanger, and listen. Whose words are all around? What doth Earth say? Ich kann das nicht. A lot of time passed, you were gone, you forgot many things, your heart is spoiled. Katanger, let us see if it's rotten. Ich bin super happy mit meinem Herzen, Alter. Jetzt muss ich kämpfen. The kin's blood runs through me. It was never torn from my people. Neither was I. Ich will aber nicht. Ah, es muss wohl. Okay, dann komm mal her. Da 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 bam. Da 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 bam. Bam! Haha! Da 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 da. Ach so, Maus left. Hab ich doch. Batz! Batz, batz! Batz! Bam! Bam! Oh. Okay, ich kann nicht. Muss erst ein bisschen durchatmen. Na komm. Ah, ich hab doch. Oh, die saftigen Schläge. Das sind schon echt harte Schläge. Oh. Bam. Okay, hier lerne ich jetzt wahrscheinlich das Kampfsystem. Oh, das ist so saftig. Das Geräusch. Ah, okay, das ist ja ein bisschen. Kenne ich aus anderen Spielen. Und jetzt kommt der Haken! Zack! Zack, 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 zack! Okay, jetzt will er. Mix your flesh with ours. Okay, komm, machen wir. Jetzt tauschen wir die Herzen aus. Okay, ich nehm's. Hä? Muss ich das dann rüberziehen, oder was? Add. Remove. Accept. Add. Ja, minus eins, was auch immer das heißt. Ich glaube, ich habe nur mein Herz ihm gegeben. Er hat jetzt Doppelherz. Und ich habe kein Herz.
Ach, da bist du. We're almost there. Wanna play dice? Wir haben da noch gar nicht gespielt. You have work to do. Wie sie mir halt einfach diese Geschichte aufdrücken. Ich glaube, man kann kurz mal die Gedanken verfolgen. The first time in many years I'm home. My dear son, Artemy, I write to you after so many years apart in the hopes that you may find a way to return to us. Something worries me. I fear a difficult trial approaches. I hope that your studies have proven fruitful. And that you have achieved great skill as a surgeon. Such skill might be of use here. I remain the only physician in this town, but you know that I am growing old. I need an assistant. Rostiger Skalpell. Ah, das ist eigentlich nicht mehr fein zum Arbeiten, aber soll's, in der Zeit nimmt man, was man kriegen kann. Das ist immer ein schlechtes Zeichen in Häusern, zugenagelte Türen, vor allen Dingen, wenn die Tür nach innen aufgeht, aber sie außen dran nageln. Seid ihr denn alle bekloppt, Leute? Das ist doch wirklich wie in einem Cartoon. Na gut. Hör ich hier Leute, die nicht da sind, oder sind die auf einer anderen Daseinsebene? Oder höre ich die einfach aus einem anderen Raum heraus? Was ist das eigentlich? Also Moment mal, da oben tut man was rein und dann fließt das ab und dann wird es da irgendwie durch irgendwie irgendwas passiert dann damit und dann läuft was raus. Okay. Ich bin mir sicher, das sind echte medizinische Geräte, die es mal wirklich gab, und ich finde es immer wahnsinnig interessant, sich zu überlegen, wofür die benutzt wurden. Zum Beispiel diesen langen Haken, mit dem die Ägypter quasi erst das Gehirn von ihrem König verflüssigt haben, so verweichlicht, und dann mit so einer Zange so ihm durch die Nase rausziehen. Alter Falter. Nicht schlecht, sage ich dazu. So möchte ich auch beerdigt werden. Ich möchte, dass hier unten in der 15 im Keller ich begraben werde. Mit all meinen Schätzen, mit all meinen Spielen. So. Das Gehirn braucht er nicht rausnehmen, das wurde bereits erledigt. Aderlass könnte das sein. Ja, das könnte sein. Dass das ein Instrument für den Aderlass war. Boah, ist das unhygienisch, da möchte man gar nicht drüber nachdenken. So, ab jetzt muss ich manuell speichern. Das Bild habe ich jetzt mir zu wenig angeguckt. Er steht da mit drei Leichen. Der hat ja ein Rambo-Messer. Das würde ich jetzt aber gerne sehen.
dachte gerade für eine Sekunde, dass das auch wieder ärztliche Instrumente sind. Und das wären dann die anderen zwei Ärzte. Das aber sind drei. Und sie haben keine ärztlichen Instrumente dabei. Das ist ja schon wieder Nüsse. Die Entwickler haben es aber mit Nüssen, mit schönen, saftig, prallen Nüssen. Da frage ich mich auch noch hier dieses Moment. Die Münze habe ich jetzt schon mehrfach eingesammelt, ne? The ferryman requests payment before he let me on the boat. This odd coin will do. Die hatte ich jetzt schon mehrfach. Ich verliere die immer wieder. Was ist das? Ein Charm? Okay. Ja. Nehmen wir mit. Ach, du wieder. Eine sehr interessante Furry-Maske. I saw you do it too. Ich. Kind of doggy are you? Shut up, mongrel. Won't take much work for me to add a fourth to the pile. Ja, ich war das nicht. Ich akzeptiere das nicht. Ich weiß nichts davon. Der passt auf meine Seele. Jetzt ist er doch ein Guide-Dog. Also entscheide ich mal. My soul? Okay, also ich bin angestochen. Ach gut, jetzt gibt sie uns hier ihre Leine. Okay. Also dreimal reicht schon. When the cat's away, the mice will play. Ah, die haben gar nicht auf mich gesucht. Ja, auf mich gewartet. Ha. Also es ist wahnsinnig mysteriös und suspekt, was hier passiert. Es soll einen auch mehr oder weniger, glaube ich, kirre machen und verwirren. Maximale Verwirrtheit wird garantiert. Das erinnert mich echt an diese Pestmasken. Die haben wir ja alle mittlerweile gesehen, auf Twitter oder sonst wo. Well, Burak, you're nearly dead. You got a five? Get a few minutes left. I'm here to announce your demise. I know everything. Part of the unfortunate job. I've got your whole journey laid out here. It's not pretty, Burak. Uh-huh, okay. The local fists are heavy. Also alle, ich habe keine, ja, mal, ich habe, ah, Moment, das ist interessant. Ich habe kein Herz. Ich habe das Herz ja weggegeben. Ich habe mir auch kein anderes geholt. Ich habe also kein kaputtes Herz, aber auch kein gutes. Ich habe gar kein Herz. Ich habe überhaupt kein Herz. So, jetzt wird mir erzählt, was ich alles noch machen muss, nämlich essen und mich heilen. Aber ich brauche doch Bandages. A drugstore, Burak. Aha, aha. Okay, er sagt mir mehr oder weniger immer, dass ich hier zu den Shops gehen soll und dass es aber auch ein Fleischerhaus hier irgendwo gibt. Und dass ich bei irgendwelchen Leuten einfach pennen kann. Krieg ich eine Map? Hat er mir eine Map gegeben? Ja. Ah, so, jetzt sehen wir das nochmal komplett. Das ist eine riesige Bühne. Ah, hier sehen wir auch, Moment, das habe ich ja gerade von am Horizont gesehen, diesen seltsamen, ich wette, dass da das Ende stattfindet, auch wenn ich nicht genau wüsste, warum und wie, aber das sieht mir sehr nach Endgame aus. Und ja, liebe Chat-Teilnehmer, das hier ist mehr oder weniger genauso, wie ich mir Venenarius Aviditatis vorstelle. Also jetzt mal ernsthaft. Macht aus diesen Knochen Lochkarten und schon seid ihr ziemlich nah dran an dem, was ich mir da so vorgestellt habe. The Scent of Twire. Was ist denn Twire? So, jetzt aber mal gucken, warum wurde ich denn angegriffen?
Alle suchen einen Mörder. Ist wichtig. Ein sehr wichtiger und respektierter Mann wurde letzte Nacht getötet. Die Leute lieben ihn mehr als Kinder ihren Vater. Ja, wer war's denn jetzt? Ihr kennt's, das Opfer. Less than you thought, but more than most. Dann war's mein Vater. Haha, gelöst. Es kann nur mein Vater sein. Denn ich kenne meinen Vater natürlich nicht so gut, wie ich gedacht habe. Aber mehr als die meisten. Bitch, Vatermann. Ihr habt den Fall gelöst. You can only get to the bottom of things by using your brain. Das ist leider nicht möglich. Do you honor your father? Okay, ich mach den, die dritte, passt am besten. Nothing's a threat to him anymore, trust me. Maybe dishonor, but even that's unlikely. You're a man of obligation, after all, aren't you? No dishonor will come to him for any reason. Aber es ist wirklich nicht wichtig, ne? Wichtig ist, dass er tot ist. Time is important. Weniger als 2 Wochen, das sind die 11 Tage, oder waren das 11 Tage? Aber ich kann mich daran erinnern, dass am Anfang es ja hieß, du hast jetzt schon so und so viele Tage es versucht. Wir haben also immer noch nichts rausgefunden. Ich mag dich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich dir jetzt auch gesagt. So, damit musst du jetzt leben. Das war schön. Und das hier, ne, das finde ich toll. Und deswegen glaube ich eben auch, dass es irgendwas mit einem Theaterstück zu tun hat, weil das sind diese typischen Theateranzüge. Und auch diese Masken kenne ich aus früheren Zeitalter der Theater. Da wurden solche Masken auch benutzt. Da kommen ja auch diese, ihr kennt die ja, ne, die Lachende und die Weinende, die ja als symptomatische Bilder fast schon benutzt werden für das Theater an sich. Also immer, wenn diese beiden Masken da sind, weiß man, ein Theater. So. Aber diese spezielle Form, die aussieht wie so eine Bowlingkugel, die habe ich selten gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich kenne die eher anders. He must not hear your voice. Lean close. He only speaks in lies and wants you dead. Jeder scheinbar will mich tot. Do not go home, Burak. Stay clear of home. In town, you have some friends yet, do you not? 3 Freunde habe ich wohl hier, aber ich rede lieber über den Vater. Do not go home. I beg of you. Heed my words true. Avert your doom. Averting doom isn't my style. Okay, ich denke an das, was du mir gesagt hast, aber ich werde es nicht beherzigen. Was hat er gesagt? Ich soll unbedingt zu meinem Vater gehen. Geh unbedingt zu deiner Wohnung, hat er gesagt. Geh nirgendwo anders hin. Na gut. Aber ich bin ehrlich, wenn ich jetzt die Figur in diesem Spiel wäre, dann würde ich natürlich nach Hause gehen. Da kann doch nicht hier so ein Typ in seinem im Gummianzug, in seinem Gimp-Anzug erzählt mir, ich soll da nicht hingehen. Dann würde ich erst recht hingehen. Das ist auch schön gemacht hier, diese riesige Lampe. Ich meine, sowas habe ich noch nie gesehen, deswegen, ich glaube, sowas gibt's auch nicht. Genauso wie diese Hallen, die Art, wie die gebaut sind. Aber es ist so alles so verzerrt, alles larger than life sozusagen. Aber, und da sind wir wieder bei der Theateridee, Leute. Ich bin nämlich gar nicht so doof. Das sieht eher so aus wie eine von diesen Theaterlichtern. Auch dieses Gerüst und so, das sieht aus wie die, das, so sind sie ja, die Theaterlichter, ganz oben angebracht, mit so einem starken Strahl. Das sind keine Suchscheinwerfer oder so, das sind Theaterlichter. Bin mir fast sicher mittlerweile. Ich geh einmal hier rum, wobei, ich würde, es ist so schwierig, ne, ich gehe mal auf die Karte, ich will nämlich eigentlich auch da lang laufen. Also warte mal, da lang wäre jetzt nicht falsch. Und ich wollte aber da lang, und das geht dann noch weiter in die... Ja, mir fehlt natürlich jede Art von Ziel. Also ich habe ja nur das als Ziel.
Aber gleichzeitig wurde mir auch gesagt, ich soll da nicht hingehen. Und ich bin schon versucht, ihm zu glauben. Aber was mache ich denn? Ich gehe da jetzt hin. Ich muss doch erstmal die Story kapieren. Oh, was ist denn das? Ein Beetle. Immer denke ich mir, ob ich hier nicht irgendwas reinlegen sollte oder so, aber nein. Oh, aber ich könnte mal ein bisschen was trinken, ne? Ich hatte ja eben die Angabe, dass mein Durst, genau. Er irgendwie erinnert mich an mich. Er hat meinen Schnurrbart. She must be offended or ashamed. She's free to go, we told her, but she refuses. I'll have you know, we were respectful. We only checked her legs. It's mandatory and she had normal human legs. So, free to go now. Yet, there she stands. Ja, aber warum die Beine? Weder aus Knete noch Knochen. Kein Schabnack. Ein Schabnack ist eine Kreatur der Lenden. Das würde gut passen, ne? Nein, der Legenden. Okay, die werden wohl aus der Erde ausgekackt und dann klauen sie die Form von irgendwelchen anderen. Each of the three houses assigned someone to look for the monsters. The Olgimski, the Canes, and of course, and obviously, the Saburovs. Wer bin ich? Welches Monster? Ein Golem, a clay wrench, it steals a woman's shape. Okay, also es gibt irgendeinen, der wohl nicht derjenige ist, der er tut. Ha. Kurz nochmal gucken, was ich so denke dazu. Ach, jetzt ist wieder, guckt euch das mal an, es ändert sich auch alles ständig. Okay, in this letter, father wrote, he will face a difficult trial. Das ist super, also ich mag dieses Konzept hier, ne? Oh, da auch wieder, es ist definitiv, guck mal, sogar die Aktstruktur, also ganz sicher, drei Akte mindestens, das ist auf jeden Fall ein Theaterstück, aber ja, was heißt das alles, ne? Also, ich finde das aber schön, diese Gedanken, auch die Art, wie einem hier suggeriert wird, der eine führt zum nächsten und irgendwann hast du vielleicht den ganzen, das ganze Gedankenmodell zusammen, finde ich total gut gemacht. Also, Pathologic gefällt mir sehr, sehr gut bisher. Ist natürlich schon ein etwas anderes Spiel, ist nicht unbedingt für jeden, glaube ich auch. Und man muss auch auf so eine Atmo stehen und man muss darauf stehen, sich alles selbst, sag ich mal, zu erzählen. Das Schöne ist, zumindest habe ich es vorhin im Chat gelesen, es gibt hier kein richtig oder falsch. Man kann mehr oder weniger machen, was man will. Alles führt zum Ziel. Alle Wege führen zum Ende des Theaterstücks. Ich behaupte es jetzt einfach mal so. Ich weiß es nicht, aber ich behaupte es. Bleibt jetzt so. Das ist eins. Oh, zurückgelaufen. Tut mir leid. Was, ein Schlüssel? Aha. Jetzt ist mir auch noch aufgefallen, dass wir eine geheime Basis hatten, wahrscheinlich als wir als Kinder da irgendwie gespielt haben. Das müsste dann die hier sein. Ah, die kann ich sogar aufmachen. Ja, ihn kennen wir doch. Was ist das eigentlich? Guck mal, wenn ich Steuerung drücke, erscheint das. Okay. Ja, krass. Der will nicht mit mir reden, na gut. Hm.
Überall diese Metaphern, überall diese Zahnräder, ganz viele Kisten. Mit ihr kann ich auch nicht reden, ne? Already shot someone. So much for his oath. This month's train was loaded. Top shelf products. Also wir sind wohl das Produkt, nehme ich an. Oder die Leichen, die in den Särgen sind. Schwierig, aber er ist auf jeden Fall derjenige, der mir am Anfang im Intro gesagt hat, dass ich mal auf meine Rolle achten muss. Scheint wohl ein Freund von mir zu sein. Ja, hier steht's ja auch. You've become important. Arbeitet für Fat Vlad und kümmert sich um die Warenhäuser. Oh, und der passt nicht auf die Läden auf, sondern auf die Geschichten. Keine Läden, sondern Legenden. This town, this great machine, the gears don't turn on their own. Da sind die Zahnräder wieder alle. Not till they're slick with the secrets. What's your plan? Siehst du, jetzt erfahre ich, dass mein Vater tot ist. Aber warum wollen die denn meinen Kopf? Ich habe doch damit einfach nichts zu tun. The Man's Hawk. Also Saburov merken wir uns. Saburov. Gehen wir erstmal hier hin. Ah, hier kann ich speichern. Where there's carrion, there's crows. Ja, also hier erzählt er uns so ein bisschen, wie es da draußen ist. Alles ganz schlimm. Mord und Totschlag, völliger Wahnsinn. Der Golem. Und aus irgendeinem Grund wollen alle, mein Vater und mich, den Vater haben sie schon, mich wollen sie auch noch. Ah, jetzt biete ich an, ihm zu helfen. Das ist doch eine gute Idee. They're waiting for death in a hideout. Ja. Da sagt er was sehr interessant. May not look it, but every person in this town has a vile beast inside. Das glaube ich unbesehen. Jetzt frage ich nach meinen ganzen Werkzeugen. Die brauche ich natürlich. Jetzt habe ich gesagt, dass ich auch lieber hier abhänge. Okay, hören wir uns nochmal den Rest an. Ja, das wussten wir schon. Also ich brauche ein Skalpell, den rostigen Skalpell finde ich ja im Haus meines Vaters, aber ob das hilft, das macht die Sache auch nicht besser, ne? Echt nicht. Aber hier habe ich, wenn ich jetzt nicht zu meinem Vater in das Haus gehen wollen würde, könnte ich bei Lara Revell leben, wohnen, schlafen. Also ich habe jetzt drei Leute, zu denen ich gehen könnte. Und alle sind nicht da, wo mein Haus ist. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es nicht wirklich lassen sollte. Alter, wo ist der denn plötzlich hergekommen? Ja, das lasse ich mir nicht zweimal zeigen. Da ist doch der Skalpell. Ah, jetzt habe ich doch alles. Kann ich schön helfen. Has his finger in the pie, I'm sure. So, kann ich denn,
Aha, diese... Sind das meine Aufgaben jeweils, die da oben sind? Ich muss mal mit dem hier reden. Grigory's Reflection, okay. Bin ich Grigory? Ich hab's gerade wieder... Nein, ich bin nicht Grigory. Even in a handcrafted town like this, there is an underground. A rat's nest. At odds with the law. At odds with good morals. People come to them with dubious challenges and requests. Diebe, ja, würde ich auch sagen. Und sein Chef ist unser alter Freund. Aber er war eigentlich nie so ein richtig böser. Aber er hat sich schon für die Bösen eingesetzt und dann bist du auch ein bisschen böse. Wer mit den, wie war das? Nee, wer mit den Säuen spielt, wird schmutzig oder so. He wants to seem a kingpin. A king, a loyal Tsar of his own small turf. Want to seem, not be. Play a big wheeler dealer. But that's not who he really is. He's just... Könnte ich auswählen, ob er nur so tut. Oder sie spielen hier nur Krieg. Das ist sehr interessant. Er sagt jetzt im Grunde das genaue Gegenteil, ne? Dass alle mehr oder weniger im Herzen gute Menschen sind und alle nur... Infusing it with a very spiritual dream. Ja, vielleicht bilden sie sich das alle ein. Vielleicht ist es eine Art Zwischenwelt. Okay, also die haben ein bisschen mehr abgebissen, als sie kauen konnten und haben jetzt ein bisschen Angst, dass sie überhaupt das Ganze erst ausgelöst haben. Ach, okay, ne, ist seine Reflexion. Ja gut, völlig klar. Also er ist Grigory, okay, logisch, ne? Das ergibt schon Sinn. He never wanted bloodshed. Keep that in mind. Ach, das ist ja lustig. Der Unscheiß, derselbe Satz, den ich auch gerade gesagt habe. So the fellow bit off more than he can chew. Das ist ja geil. Da fühle ich mich jetzt aber richtig erkannt von dem Spiel. Ja, habe ich alles. Alter, der mich gerade erschreckt, der kam so auf mich zugerannt. Ja, bin ich. Ja, was kann denn noch passieren? Someone sharing your features spilled blood. It became known. Also irgendjemand tut so, als wäre ich. Das ist der, der Formwandler. Der Formwandler ist das. Oder ich war's. Doch. Ah, er ist der Ferryman. Mit dem komme ich dann mit der Münze wieder weg. Go to a quay, show your face to a worm and he will take you wherever you ask for a fingernail. Show your face to a man and he'll help you out with equipment. I have a fingernail already. Das ist wirklich eine sehr interessante Aussage, die ich noch nicht ganz zusammenfassen kann. Moment, soll man dem nicht die Münze geben oder so? Ne? Da habe ich die kleine Münze in dem riesigen Paket verpackt. Nee, leider nicht. Okay, gut. Ich habe gedacht, das geht schon vielleicht.
So, dann suchen wir uns doch jetzt mal bei diesen vielen Aufgaben eine aus, die uns gut gefällt. Dann suchen wir doch erstmal die Ferryman. Die sind in der Nähe. Ah, Fingernail ist die Münze. Danke, lieber Chat, wieder mal. Ich hoffe, die sind... Ja, die sind auf der Seite wahrscheinlich. Nee, auch nicht. Nee, doch auf der Seite. Mann, wenn ich nur wüsste, auf welcher. Da oder... Ich glaube, die sind hier. Nee, doch nicht. Schade. Waren doch drin. Ich laufe da lieber nicht hin, weil ich Angst habe, dass da ein Zug kommt. Oh, auch wieder schöne Musik. Vielleicht auf dem Wasser. Natürlich Ferryman. Ich bin aber auch schwer vom Begriff heute. Natürlich Ferryman. Ja, aber da komme ich ja gar nicht hin. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich zu denen jetzt komme. Vielleicht sollte ich mir auch einfach ein anderes Ziel suchen. Vielleicht muss ich erstmal irgendwo anders von außerhalb oder so mit der Fähre kommen. Schwierig. So, wo ist denn der Grief Boy? Kümmern wir uns um den. Da. Okay, komm. Das machen wir jetzt. Da lassen wir uns nicht lang bitten. Wir sind Doktor. Wir sind da, um zu helfen. Wir doktorieren rum. Der Doktor ist im Haus. Auch krass, dass jetzt immer wieder, ihr kriegt es ja mit, die Leute immer weniger Interesse an mir haben, sagen wir es mal positiv ausgedrückt. Die Klicks gehen zurück. Die Leute wollen nicht mehr gucken. Nein, ich bin längst bei anderen Let's Playern. Nein, dann hör mal auf. Die spielen mir das nie durch, das will ich nicht. Okay, ich muss hier erstmal raus. Ach nö, eine Mauer. Oh, da hängt was. Finde ich super interessant. Will ich sofort rein. Ist ja richtig viel hier. Ist ja richtig eine nette Party. So ein Kindergarten oder so. Die freuen sich. Jetzt sind die auch noch sauer. Oh shit. Die, ja. Die Tiere wurden vergiftet. Ich bleibe einfach dabei, dass ich das nicht war, auch wenn ich sagen muss, war ich es denn nicht vielleicht doch? Also dir gebe ich doch nicht. Lockpicking-Shifts. Okay, das ist gut. Das ist eine gute Idee. Der tauscht also scharfe Dinge gegen Lockpicks. Mann, ich bin doch noch gar nicht, will dir mir null vertrauen. Hier, du kannst die Broken Scissors kannst du haben, aber dafür will ich ein Lockpick. Ah, okay, das sind die verschiedenen Werte. Okay, ich verstehe. Was haben die noch? Immunity Boosters? Eine Nadel? Nee, ich will so ein Lockpick. So. Ich kann dir leider aber nicht. Geht das nicht? Das ist ja scheiße.
Ah, oh, wie unfair. Ich habe leider nämlich nur den Skalpell noch und den gebe ich aber nicht her. Tut mir leid, mein Freund, dann halt nicht. Musst du dir halt weiter die Haare beißen. What are you doing this? Okay. Hier können wir auf jeden Fall pennen. Ein bisschen essen haben wir auch. Ich kann das Geschenk nicht annehmen. Auf gar keinen Fall. Dir gebe ich lieber noch ein bisschen Essen. Kann ich nicht? Scrap Name. Dafür willst du was? Ach, sie hat nur Crap. Tut mir leid, aber du hast wirklich nur Mist. Oh, ich muss was essen. Bevor ich irgendwas mache, muss ich was essen. Einfach mal ein rohes Ei und die Nüsse. Ja, vielleicht doch noch mal gucken. Hier, Kaffee. Und den Keks. Das muss jetzt aber reichen. If only we had a trolley. We'd ride it down the rails away from this place. They say you're no son to old Burak. Ich bin der auf jeden Fall. Are you a murderer? No. Killing is not necessarily murder. Da gibt es einen Graubereich. Calm down, no need to get defensive. Or are you uncomfortable doing this in front of my soul and a half? Is it right to kill? We need to know what you believe. Old Burak wasn't just a doctor to us. He was a teacher. He knew how to live. You say you are his son, so you're to take his place and answer. Is murder acceptable? Da ist natürlich sehr wichtig, hat man euch gesehen? War der Typ vielleicht ein Arschloch? Und dann auch die Frage, wie habt ihr ihn ermordet? Wenn ihr jetzt mal ermordet, wenn ihr zum Beispiel sowas habt wie so... Ja, so ein Phaser auf Stufe 100, ne? Der einen einfach so zack weg. Das tut ja keinem weh. Da weiß wahrscheinlich der Typ, den es erwischt, am allerwenigsten, dass es ihn erwischt hat. Kann man machen. Ne? Gibt so viele Leute, komm, einer mehr, weniger. Also bitte am Ende helfen wir der Umwelt. Insofern, ich würde sagen, das ist von Fall zu Fall unabhängig. Killing is never right. It's right to kill someone who preys on the weak and defenseless. Ja, Mann! Ja, Mann! Murder can be right sometimes. Who are you planning on killing, boy? Take your time, you may very well. Ich bin mir ganz sicher, dass das eine sehr wichtige Frage ist. Ob ich finde, dass Töten gerechtfertigt ist. Weil das ganz sicher im Spiel einiges beeinflussen wird. Ich persönlich finde natürlich, nein, Mord ist nie okay. Aber hier, in diesem Fall, in diesem Kontext, könnte ich sagen, ja, da kann man schon manchmal einen umbringen. Das war verwirrend, aber auch irgendwie cool. Alles so ein bisschen die Stadt der verlorenen Kinder oder so in einer Halle. Es hört nicht auf, spannend zu sein. Und ich bin immer noch hier in diesem Bereich. Ich will eigentlich nur raus aus dem Bereich. Vielleicht muss ich mal ein bisschen in diese Richtung rennen. Mann, das ist voll geil. Ich mache nichts und alle hassen mich. Ich bin doch einfach nur da. Ich existiere nur. Ja, ich muss schneller die Leute auf meine Seite bringen. Das lässt sich wohl nicht verhindern. Kann ich da irgendwo lang? Das ist immer alles so, ihr seht's hier, alles so in einzelne Bereiche abgezäunt und ich will eigentlich nur hier rüber. Aber es stellt sich dann doch als schwieriger raus, als ich das gedacht habe. Da ist ein Eingang.
You hate it here. Das ist wundervoll. Das ist wie eine Rückkehr in meine Jugend. Also er redet jetzt über diesen Formwandler, der immer wohl angeblich die Form einer Frau annimmt. Wobei ich ja immer noch glaube, er hat meine Form angenommen. Und dann merkt man, dass die Beine aus Knochen oder Knete gemacht sind. Und daran merkt man es dann, wenn die rennen müssen. Krass. Und er, ja, mehr oder weniger sagt mir, das, was schon einige andere auch gesagt haben, nämlich, dass die Erde hier einfach diese Wesen manchmal ausspuckt. Das ist schon, scheint hier schon so einfach zu sein und ist wohl auch akzeptiert von allen. Ein Fingerhut. Und der Fläschl. Oh, jemand sagt gerade, ich soll was trinken. Da habt ihr wahrscheinlich recht. Schön hydrated bleiben. Habe ich noch Wasser? Ja, ich habe sogar noch. Also es, man ist hier wirklich ständig woanders, ne? Ich habe das Gefühl, man kann überall hingehen. Auch wenn das, glaube ich, nicht stimmt. Es ist auf der Karte schon ganz gut gemacht. Dass, glaube ich, nur die gelben Räume, Häuser wirklich relevant sind. Aber wie zum Teufel komme ich denn da jetzt hin? Ich laufe mal einfach der Straße lang. Das ist ja geil. Und wahrscheinlich ist er wieder... Er müsste jetzt dann wieder das Innere sein des kleinen Mädchens. I find myself exhausted, soon to fall, dead tired, they say. I wonder what it means. Sowas ist ja immer die Sonne oder der Schatten. When your exhaustion peaks, soon death follows. But how can one escape such a sad fate? Ja, indem man schläft, ne? Ich frag mal. Surprise me. Oh, der ist hier nicht willkommen und deswegen kann er nirgendwo schlafen. Be quick to steal sleep. Sobald ich kann, soll ich schlafen. Das ist aber nett. Die Kinder mögen mich noch. Ja, klar, gib mir eine Katze. Halt! Also, du willst mir eigentlich eine verkaufen. Das ist ja schon was anderes. Keins davon ist eine Katze. Okay, ich gebe dir diesen Beetle und ich nehme das Ei auch nicht. Mann, du hast ja einfach nur Scheiße. Und deine Preise sind zum Kotzen, Kleine. So, ich glaube, es hackt hier. Keinem kann man vertrauen. Alle wollen einen übers Ohr hauen. Dabei will ich doch nur helfen. Ich bin der Doktor mit dem Skalpell. Ihr könnt mich hassen, aber ich habe den Skalpell. Bis ihr mal krank seid, ne? Bis euch mal eine Wurst quer im Darm steckt oder so. Dann rufen sie alle wieder. Halt's Maul. Guck mich nicht so doof an. Und ich laufe hier rüber. Obwohl, ja, ich laufe hier ein bisschen drüber. Nur um einmal kurz zu gucken. Ach, die drei, die schlafen aber gut. Nee, die sind tot. Ich mache eine Autopsie. Das habe ich ja noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Okay. Kann ich das jetzt mitnehmen? Klaue ich denen gerade die Organe? Na gut, so ist eine Autopsie, ne? Oh, mein Skalpell ist fast weg. Das heißt, ich kann den Typen nachher nicht mehr heilen. Aber dafür habe ich ein Gehirn, eine Leber, eine Milz und ein Herz. Was? Ah! Ich habe den doch nur... Ich habe doch nur deren Organe entnommen. Nein! Ich bin der Doktor! Der Doktor weiß ganz genau, wie Handkantenschläge gehen. Ah! Stamina! Stamino! Aber ich habe es verdient. Aber ich habe einer Leiche Organe entnommen. Also bitte. Und schon sind wir wieder hier, wo alles begann. Dead at the door, Nail. Ja, die wollten uns eigentlich schon auseinandernehmen und da haben sie gemerkt, ach, wir leben.
Das ist doch ganz okay. Sie hier macht mir echt Sorgen. Sie ist ja auch im Titelbild zu sehen. Sie scheint eine sehr prägende Rolle zu haben, aber so richtig, sie ist ja auch teilnahmslos, so richtig kann ich es noch nicht verstehen. Aber warum sieht sie so aus, als hätte sie einen Kampf hinter sich? Tja, man muss ja auch nicht alles verstehen. Dann speichere ich jetzt nochmal und muss leider an dieser Stelle zum Ende kommen. Denn die Zeit, die ich jetzt spontan mir noch gegrapscht habe hier von der Regie, weil zufällig gerade eine freie Stunde war, die ist jetzt vorbei. Und wir haben festes Programm hier um 17 Uhr. Da wird auch nicht dran gerüttelt. Hab ich gelogen, ne? Kann man doch dran rütteln. Aber offensichtlich hält das Stand, unser Terminplan. Hier kommt gleich jemand anderes. Ich nehme mal an, es ist vermutlich Dennis oder Markus und Sarah, natürlich. Das heißt, bleibt also dran, freut euch drüber, über das, was hier noch gleich passieren wird. Und dieses Spiel, ich kann es empfehlen, mir hat Spaß gemacht. Es ist definitiv was anderes, es ist definitiv ein bisschen arzi-fazi, könnte man noch sagen. Es ist ein Indie-Titel, aber der macht ganz viele Dinge richtig, vor allen Dingen stimmungstechnisch und diese Mystery Box, ne, von J.J. Abrams, ne, die ja immer so, das ist hier überall. Also man weiß einfach gar nichts, es könnte alles sein. Man kann wunderschön reininterpretieren und hat viel Spaß damit, der Story auf den Grund zu gehen, sozusagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das privat weiterspiele, wahrscheinlich, oder ob ich es hier nochmal spiele, das weiß ich nicht. Ich habe so viele Spiele vorbereitet für die nächsten Wochen und Monate. Es ist eng, sag ich mal, ne? Aber wenn ihr wollt, holt euch das Spiel. Ich kann es euch nur empfehlen. Gerne könnt ihr jetzt auch nochmal im Chat drüber reden, sozusagen, was Leute, die es vielleicht weitergespielt haben, was die dazu sagen, ob das sich wirklich lohnt oder nicht. War ja jetzt nur ein Anspielen, aber wie ich finde, ein gelungenes und ein schönes. Ich bedanke mich und wünsche euch noch viel Spaß mit dem restlichen Tag und dem restlichen Rocket Beans Programm. Lasst mal ruhig ein Like da, einen Klick auf die Glocke oder kommt in den Supporters Club. All das hilft uns, solchen Kram in Zukunft häufiger zu machen. Die müssen wir nämlich auch kaufen, die Spiele. Ja, habe ich nämlich für 20 Euro gekauft. Weiß ich noch. So habe ich die Kohle jetzt wenigstens wieder raus. Okay, das war's. Vielen Dank. Tschüssikowski und Bio.